So, Freunde, willkommen. Und heute haben wir was ganz Spezielles, und zwar die Taverne der Legenden. Und ja, es fällt schon auf, ich habe das mit dem Licht gefixt. Ich habe jetzt eine Tageslichtlampe angebracht an die Wand und dann so ein, keine Ahnung, Fotografen nutzen es, so ein Abschirmdingen, keine Ahnung, das habe ich da auch dran gemacht. Und jetzt habe ich das perfekte Licht, um mich in Szene zu setzen. Und ist das noch so? Ah, perfekt. Und ja, ich habe mir die Taverne noch nicht angeguckt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe hier nur Aufgaben abgeschlossen. Und in dem Video will ich jetzt die komplette Taverne machen. Und dann mal schauen, was noch an Beschwörungen geht, aber auch nicht viel, ne? Und ja, ich habe hier, ich muss mal hier rüber gucken, da habe ich die Bosse, aber ich habe sie mir auch hier aufgeschrieben, also wenn ich immer mal wieder runter gucken muss, dann liegt das einfach daran, dass ich da ein bisschen spicke. Dann schauen wir einfach mal, was hier so passiert. Hey du, ach, mein Freund Albi. Ja, ich meine dich, Kommandant. Ja, wir diskutieren, was der allerbeste Weg ist, um im Kampf zu siegen. Ach, da sind die beiden richtigen Vögel direkt wieder am Anfang, ne? Feuer, Feuer, brennt alles nieder. Ich würde den Feind lieber mit einem verfluchten Pfeil niederstrecken. Ah, Zerstörung ist einfach, aber im Gegensatz zu euch beiden erwecke ich Dinge zum Leben, ja. Ja, schlecht als recht, ne? Oh, aber ich kann... Okay, pass auf, die ganze Taverne regt sich langsam darüber auf. Ein Kampf braut sich zusammen. Die Schlägerei hat schon begonnen, gekämpft. Okay. Ja, für diese Quest gibt es Sonderregeln. Ja, das weiß ich doch, die Sonderregeln. Ich darf nur jeden Held einmal benutzen. Genau. So, Teamstärke 1,8. Jeder Held kann nur einmal eingesetzt werden. Warum zeigst du mir das denn dann, wenn ich mir das vorher durchlesen soll? Nachdem du diesen Kampf gestartet hast, können die Helden in diesem Team nicht erneut in einer Quest eingesetzt werden. In dieser Quest. Gegen Ende brauchst du stärkere Teams, also plane mit Bedacht. Okay, Spickzettel und auch Zettel hier drüben. Sagte Boss ist Natalia und zwei gelbe Minions, die Mobs. Also die kleinen Gegner sind blau und gelb. Blau und gelb, das heißt, wir nehmen grün mit. Grün und lila. Natalia ist jetzt da egal, ich will durch die kleinen Stinker da schnell durchkommen, damit wir dann Natalia mit den Specials besiegen. Also, grün und lila, dann fangen wir erstmal an. Grün und lila, fangen wir erstmal ganz unten an. Ganz unten bei den drei Sterne. Grün und lila, okay, ja, wir können sogar hier, warte mal. Ja, ganz unten. Grün und lila. Wir nehmen mal ein paar Ungelevelte mit. So, so. Grün und lila. Jetzt nehmen wir mal einen, der ein bisschen stärker ist. Und zwar, indem wir auch mal angefangen haben zu leveln, ne? Das. Magie nehmen. Ich nehme mich als Heiler noch mit. Und dann habe ich gesagt lila. 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 Larissa vielleicht? Und noch ein Heiler. Lila, Heiler. Ich habe noch einen ungelevelten Rigard, nehmen wir den. Truppen tauschen wir. So. Ruhetruppe. Schick mal Garderus. Okay. Kämpfen wir. Grün und lila. Ja, da haben wir doch schon. Wir haben hier lila. Ach ja, das geht aber. Das geht aber leicht. Machen wenig Schaden.
Na, dann machen wir schon ein bisschen mehr Schaden, aber das sollte schon passen. Clarissa hebe ich mir jetzt mal auf, da passiert noch nicht viel. Heilen wir mal im Eimer Rigat. So, dann hier passiert nichts. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Runden es sind. Ich glaube, sind das 3 Runden? Ja, 3. Okay, machen wir das hier. Also ich hoffe übrigens, dass mein Internet stabil ist, weil heute Morgen gab es eine Störung. Deswegen, ich hätte es schon eher gemacht. Jetzt haben wir 11:45. Ich wollte es eigentlich schon direkt am Anfang machen, aber naja, passt halt. Gut, dann haben wir das erledigt. Jetzt kommt der Boss. Kriegt erstmal hier was ab, kriegt erst hier was ab. Okay, Natalia hält anscheinend ein bisschen was aus, macht aber nichts. Kriegt sie erstmal einen Hänsel ab. Also definitiv in der letzten Runde werde ich Talek mitnehmen, das weiß ich jetzt schon. Der wird dann nämlich richtig reinknallen, hoffe ich zumindest. Gut, ja, Natalia, dann kriegst du nochmal Gift ab. Machen wir nochmal so. Ich würde ja eigentlich gerne, dass sie auslöst, damit sie da ihr Mana selbst reduziert, aber die will noch nicht. Brauchst du denn für deinen Mana? Ja, genau. So wollte ich es haben. Zack, zack, zack. Die hier unten. Gut. Erste Runde geschafft. Spicken wir schon mal vor. Grabmacher und rote Minions. Okay, das heißt, die Mobs sind auch rot und gelb. Das heißt, wir nehmen definitiv blau mit. Da Grabmacher da ist, brauchen wir schon jemanden, der cleant. Im besten Fall ein Cleaner. Oder ich nehme hier beide Gatos mit. Ah ja, ich glaube, ich mache das so. Oh nee. Nee, noch nicht. Oder? Was habe ich denn hier? Ich brauche mal irgendeinen. Ja, ne, komm, nimm mir mal hier. Vivica mit, die traut sich jetzt mal. Obwohl, nee, ich will den Lila nehmen. Ja. Lila Cleaner habe ich gerade verballert mit Rigard. War jetzt sehr schlau. Denn sonst noch irgendwo? Ja. Die 3-Sterne-Helden bringen wir da jetzt nix. Ein Cleaner. Die Rigards, die will ich noch nicht mitnehmen. Die hebe ich mir noch auf. Weil die Mobs, die sind immer irgendwie gelb mit dabei. Ich brauche einen blauen Schwerpunkt. Nehme ich dich schon mal mit. Wer kann denn hier mal clean, ey? Na, das Kostüm habe ich jetzt gerade fertig gemacht. Ich will ja Lila mitnehmen. Dann nehmen wir jetzt mal hier Balthasar mit Kostüm mit. Ich nehme ich noch mit. Doch jetzt mal irgendeinen, der clean. Mal ohne Spaß. Du machst das doch, oder? Entfernen, ja, genau. Du bist mein Mann. Ja. Und dann brauche ich noch einen Heiler. Halt, nee, du heilst nicht. Nee, du machst Verteidigung runter. Du hast auch noch nie geheilt. Weiß nicht, wie ich darauf komme.
Einen blauen oder einen lila Heiler? Bräuchte ich einen blauen Heiler? Ist hier noch irgendwas Blaues, was heilt? Gelevelter Kirill? Hm. Ja, ne, machen wir das mal so. Aber ich werde jetzt hier mal auch mal ein bisschen was Items machen. Ach ja, Gegengifte. Brauche ich gar keinen da eigentlich. Aber ist egal, ich nehme die jetzt trotzdem so. Die Heilungstränke nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal Pfeile mit. Und dann nehmen wir die mit. Gut, ganz ehrlich, ist kein Unterschied, würde ich sagen. Okay, gehen wir hier wieder durch. Da haben wir Lila. Okay, dann haben wir mal drauf, Giftstoß. Ach, und das Ziel, okay. Lila leidet dann Schaden. Hier haben wir Rot und Grün. Ich muss sagen, ich finde das Konzept ja richtig cool. Ne? Also es ist mal wieder eine Herausforderung jetzt, aber das, ich sehe natürlich auch die andere Seite für Leute, die jetzt nicht so breit und tief aufgestellt sind, ist das natürlich scheiße. Aber jetzt so für Leute wie mich, sage ich mal, die jetzt doch relativ viele Helden haben, ist das eigentlich mal eine willkommene Sache, auch mal einfach mal mit anderen Helden zu spielen. Wir sind schon beim Endgegner, okay. Lasst uns mal loslegen. Kirill. Dann. Okay. So. Giftstoß. Tyrum hebe ich mir mal jetzt noch auf, weil ich weiß nicht, wie schnell er jetzt hier tatsächlich lädt. Wobei, da lädt er gar nicht. Okay. War relativ unspektakulär. Aber dem auch sei. Okay. Stufe 3. Stufe 3 hat Delilah und Alassi. Ja, das passt da auch. Die Mobs sind rot und blau. Das heißt, wir nehmen definitiv grün mit, ja. Und blau. Oder? Grün, ja, nehmen grün und blau. Schwerpunkt grün. Schwerpunkt grün. Komm, lass mich jetzt hier nicht im Stich. Internet. Nein. Grün und was habe ich gesagt? Blau. Grün und blau. Für dich mit. Du bist ja meine Heilerin. Machst du das nur auf Benachbarte? Ja. Dastehen. Grün weiterhin. Nimm dich mit. Grün und blau. Grün und blau. Nehmen wir mal einen. Runa macht jetzt wenig Sinn, ne? Der macht ja auch Intensive runter mit Brienne zusammen, ist das Quatsch. Grün. Nimm dich mal noch mit als langsam. Und dann nehmen wir noch zwei blaue mit. Da nehmen wir dich mal mit. Und Delilah und Alassi, also eine Heilerin dabei. Da brauchen wir schon irgendjemanden, der dann ein bisschen Schaden macht. Blau noch. Hier noch. Hühnchen nicht. Ja, hier wird schon zu stark. Ja, dann gehen wir doch nochmal runter. Dann nehmen wir doch
Ich mit. Ja. 2,5 ausgelegt, wir haben 2,6. Grün und Blau, genau, grün und Blau. Okay, hier haben wir Blau. Hier kriegen wir jetzt Grün. Nehmen wir die Grünen auch noch mit, dann können wir schon mal heilen. So, das ist schon mal gut gewesen. Machen wir den Diamanten hier. Gucken wir, dass wir hier die blauen perfekt zusammenkriegen. Grün kommt auch noch zusammen. Okay, wir kommen da drauf. Kriegen wir da die Combo? Ja, okay, sehr gut. Hals nochmal. Den kriege ich jetzt so weg. Reicht zumindest. Ich hätte jetzt auch hier unten, habe ich nicht gesehen. So, Welle 2. Specials hebe ich jetzt auf. Hiermit. Versucht den blauen Diamanten auch noch nicht auszulösen, auch für die letzte Runde. Ja, perfekt. Hat hingehauen. So, dann kommt jetzt Brienne. So, gefährlich ist jetzt, finde ich, man sollte jetzt, da ich jetzt hier auch die blauen Steine habe, gucke ich, dass ich Delilah zuerst wegkriege. Eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir hier noch die grünen. Wie lange brauchen die denn zum Laden? Jetzt mal ohne Spaß. Soll mir recht sein, ja? Also wenn die jetzt, das weiß ich, wie lange zum Laden brauchen, dann ist das ja relativ gechillt. So, hier haben wir noch einen roten Diamanten. So. Oh, echt Jahre, bis die geladen sind. Okay, nehmen wir hier die grünen. Ich. Okay. Einmal müssen wir noch. Ja, das war's. Okay. Ist in Ordnung. Nicht so mit Leben. 2,8, Stufe 4, da haben wir jetzt Selin und Natalia. Muss ich auch mit Blau reingehen? Die Mobs sind rot und gelb. Das heißt, ich gehe mit Blau-Lila rein. Blau-Lila. Dann hole ich jetzt mal hier eine Gatos. Und das. Hey, wir machen das. So, so und so. Engato. Dann habe ich Lila gesagt. Dann nehmen wir dich mal mit. Und wen nehmen wir denn noch? Ich brauche noch einen Heiler, genau. Ich hab da wohl. Lila Heiler. Obwohl, sie heilt doch hier, oder nicht? Heilt sie nicht? Alle Helden regenerieren. Ja, perfekt. Komm, du darfst mit. Oh, da sind wir aber drunter. Ja, das ist dann doch nicht so. Das ist dann doch nicht so cool. Gucken, haben wir hier noch irgendwie. Nee, dann. Dann nehmen wir was anderes. Lila. Nehmen wir die Sabina hier mit. Sind wir knapp drunter? Das ist jetzt Stufe 5. Ja. Gucken wir mal. Ja, Bücher bisher ganz gut. Okay, das Board ist scheiße. Erstmal ein bisschen.
Arbeiten. Okay. Besser. Nehmen wir so. Ja, gut, jetzt wird's mutiert es zu einem sehr guten Wort, würde ich mal sagen. Du gehst mal dahin, du gehst mal dahin. Ach ja, du gehst ja auf alle, ja, vergessen. Nehme ich mal als Heilung. Ja, gut. Kann man so machen. Nordrin geht eh auf beide, du gehst eh auf beide, du gehst auch auf beide. Dann gucken wir mal, dass wir Natalia zuerst wegkriegen. Und nämlich auch blau drunter. Brauchen ja wirklich ewig, bis die geladen. So, nehmen wir hier die lilanen. Blau hier. So, einmal auslösen, bitte. Wenn du jetzt getroffen wirst, du wurdest einmal getroffen, ne? Dann bist du, wenn ich Glück habe, noch nicht ganz weg. Oh. Falsch gepokert, bist doch weg. Oder für dich. Aber hier. Okay. Das sollte reichen. Vielleicht. Oder auch nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sind wir geschützt? Das reicht. Okay. Stufe 6. Ja, jetzt wird's interessant, ne? Also ich glaube, ab Stufe 6, da können wir dann auch schon die 4 Sterne jetzt mal rausholen. Beziehungsweise, ach nee, wir sind Stufe 5 jetzt erst. Ach, ja, klar. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. E2. So, Stufe. Nochmal, ja, okay, Stufe 5. Okay, Stufe 5 hat Natalia, Grabmacher und Eron. Okay, Grabmacher. Grabmacher kommt doch noch einmal, zweimal. Noch zweimal vor. Da habe ich ja die Gegengifte für, also brauche ich nicht unbedingt einen Cleaner, den hebe ich mir dann noch auf. Natalia, Grabmacher und Eron. Das heißt, die Mobs sind gelb. Sieht man jetzt da nicht, aber die sind gelb. Das heißt, lila. Und die beiden Bosse sind rot. Zwei von denen sind rot. Das heißt, drei blaue, zwei lila. Drei blau. Blau, zwei Lila. Blau, zwei Lila. Nimm dich mal mit. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch in den drei Sterne bleiben sollte. Ungelevelte gehen jetzt nicht mehr. Glaube, ich nehme aber hier noch den Gato mit. Und jetzt nehmen wir mal einen, der ein bisschen Bums hat. Nehmen wir dich mit. So, und zwei Lila. Also wir brauchen lila Heiler. Lila Heiler. Habe ich nicht. Nur noch gute lila Heiler. Oder ich nehme Gelb für Eron. Habe ich denn einen guten gelben Heiler? Habe ich ja auch nicht. Könnte natürlich auch. Nehme die jetzt raus und ich nehme jetzt einfach einen Kirill mit. Dann habe ich meinen. So, zack, fertig. Dann nehmen wir noch, da Grabmacher dabei ist. Der bringt mit Zyprian, bringt mir da nichts. Mal Grimbel mitnehmen. Grimbel nehmen wir mit. Und Erlin, oh.
Kumpel, wo bist du da? 3272. Auge, was ist das da für eine Stärke? Ah, 3-2. Kostüm kriegt jetzt mal einfach aus Prinzip die Achtertruppe. Kirill soll schneller laden. Brighton soll aushalten. Auf geht's. Mal gucken. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ersten Blick. Okay, Schaden machen wir auch ganz gut. Ja. Das ist okay. Ich glaube, dass Heilung haben wir richtig gemacht. Heilen wir mal eben einmal. Jagen wir den Grimbel übers Feld, komm. Dann gucken, dass ich Grimbel noch einmal auflade, bevor wir dann in die Bossrunde. Na komm, Grimbel, einmal noch. Ach, 4 Runden haben wir. Okay, 4 Runden. Alles klar. Dann kannst du ja doch gleich nochmal einen Grabmacher über den Fuß laufen. Guck schon, dass ich mir irgendwie das Board hier so ein bisschen mal zurechtspiele. So blaue Steine angeht. Aber hier irgendwie weiter. Das ist so ein bisschen blöd. Dann nehmen wir die jetzt mal hier raus. Okay, hier haben wir Lila. Habe ich fürs Ende hier eine Kombination, das ist gut. Okay. Machen die Defensive, setzen wir da runter. Jetzt ist die Sache, Startmacher da hinten, den treffen wir jetzt nicht so oft wie die beiden hier vorne. Grabmacher braucht ja anscheinend lange, bis er ausstößt, oder generell. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, Aeron erst wegzumachen. Der dafür zuständig ist, dass die alle länger leben. Da. Trab, trab, trab. Grimbel ist drüber. Ich weiß nicht, Merlin kann ich mir, glaube ich, noch aufheben. Wobei, komm, geh mal da drauf. Hier haben wir die blauen. Aua, das tat weh. Hier ist jetzt Lila. Bräuchte nochmal Lila. Okay, da haben wir Lila. So. Da. Grimbel galoppiert nochmal drüber. Zack, zack. Und du kriegst erstmal wieder. Das ab. So, nur mal, um sicher zu gehen. So, jetzt habe ich nichts mehr. Hier, ja, bringt mir nur. So, jetzt mal den Merlin rein. Ja, das geschieht dir recht. Blöde Kuh. Das kommt davon, wenn du dich mit Merlin anlegst. Nehmen wir nochmal die Stahlkette. Bauen wir das ruhig auf Aeron drauf. Okay. Hallo? Hallo? Belohnung? Hallo? 20 Legendenmünzen. So, Stufe 6, meine Freunde, Stufe 6. Delilah Grabmacher Alassi. Ja, okay. Da ist auch die kleinen Stinker sind blau und gelb. Das heißt, grün und lila ist hier definitiv Rumpf. Grün und lila. Eher lila mehr, weil Grabmacher ist dabei, also zwei grüne. Zwei grüne. Einmal grün.
Zweimal grün. Jetzt dreimal lila. Ich nehme ich mit. Brauche ich natürlich ein bisschen Firepower, ne? Oder wir machen Mana-Kontrolle. Protoss. Obwohl, ne, Protoss hebe ich mir mal noch. Oh, reicht das? 3,5, wir sind knapp drunter. Aber eigentlich gutes Überleben. Ja, das gefällt mir eigentlich so. Du hast die, du kriegst jetzt hier mal noch so eine, gönn dir die. Komm. Müsste auch mal gucken, dass ich in den letzten Folgen dann, oder in den letzten Runden, hier so eine Schriftrolle mitnehme, falls mir doch mal hier einer wegstirbt. Nicht ganz so cool dann. Aber mit der Schriftrolle kann ich ja dann wiederholen. Hier noch. Okay. So, erste Runde geschafft. Wie viel haben wir? 4. Dann bin der Oberkan. Ach, war doof. Der Augegenschlag, stimmt. Kommt davon, wenn man so selten mit den Helden spielt und die dann so willkürlich mal zusammenwürfelt. Den wahrscheinlich mit Peters getauscht. Aber den lasse ich mir für die nächste Runde. Hier haben wir jetzt das grüne Match noch, was wir brauchen. Ja. Löse ich dich mal aus. Machen wir jetzt hier mal eine größere Combo. So, super, aber. Ja, jetzt ist das Problem, ich habe jetzt hier nichts. Was das Board mir mehr gibt, ne? Also, wenn ich jetzt in die Bossrunde gehe, gehe ich so ein bisschen mit heruntergelassener Hose da. Deswegen, muss ich mal noch gucken, dass ich hier irgendwas ein bisschen bewegt kriege. Den Diamant lasse ich mir. Ja, das wird jetzt hier mit den Gelben sehr kritisch. Da auslösen. Gucken, vielleicht kommt hier was Grünes noch hoch. Okay. So. Dann gucken wir mal. Dich mache ich mal an. Dich jage ich alle. Dann kümmere ich mich erstmal um Delilah. Das können wir auch mal drauf jagen. Da Telluria hebe ich mir noch auf, bis es ein bisschen kritischer wird. Und dann hier. Wird schon langsam kritisch. Aber das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, wie ich oder der Diamant hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe. Aber das wird schon richtig. Ah, grün kommt nach, sehr schön. Oberkan, geh mal wieder hier drauf. Du gehst da drauf. Du brauchst noch ein bisschen, bis du lädst, deswegen gehe ich mal hier hin. Grün hier mit. Die grün mit. Vielleicht löst sie aus, ne? Wie lange hält das hier noch? Ein Zug, Mist. Glück gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir die Leila vorher mal noch. Okay, eine Sorge weniger. Alassi wird wahrscheinlich feuern. Aber das ist das Problem. Jetzt, naja, schade, dass jetzt überall der Gegenschlag weg ist. Natürlich auch genau in die Mitte gefeuert. Jetzt sind alle ein bisschen lahm, was das Mana angeht. Aber das passt schon. Jetzt machen wir das mal so. Machen wir die mal hier in Grabmacher rein. Bringt dir soweit nichts. Willst?
Gehen wir jetzt auch auf Grabmacher. Telluria an. Gut, er wird jetzt auslösen, ne? Und natürlich habe ich wieder meinen Gegenschlag nicht. Absolut nicht vorbereitet, obwohl ich zwei mit Gegenschlag dabei habe. Aber das scheint dann doch auch relativ einfach zu gehen. Hier noch die Grünen. Gut. Ja, alle überleben. Haha. Sehr gut. Was mit dem Licht? Das ist doch jetzt schön, oder nicht? So, Stufe 7. Ach, jetzt brauchen wir... 6 ist jetzt natürlich... Oder verschwinden wir nicht? Ich bin übrigens sehr stolz auf meinen Avatar. Ich habe die Äxte abgeschlossen. Einmal hier hin. Deswegen ist das, hat sich das auch hier alles ein bisschen gezogen. So, da, danke. Deswegen bin ich bei Season 3 jetzt noch nicht so weitergekommen, weil ich das eine permanent gemacht habe. Gucken wir mal eben hier rein. Spektakulär. Dann Stufe 7. Was haben wir denn schon? 37 Minuten, okay. Aaron, Delilah, Natalia. Rot und. Also blau und lila. Blau und lila. Blau und lila. Im Büro ich den Kiel. Ich nehme ich. Ich. Ja, und dann zwei Lilane. Sollen wir Proteus nehmen? Ah, ich glaube, wir nehmen Proteus. Oder? Ne, wir nehmen Quintus. Tiburtus. Machen wir das so. Ist sehr schnell, das passt soweit. Ja. Ja, lass eine empfohlene Teamstärke. Oh, wir sind drunter. Drunter will ich nicht sein. Das. Ich war noch drunter und ich habe zwei langsame, das ist dann. Was können wir denn da mitnehmen? Wie viel blaue brauche ich denn noch im weiteren Verlauf? Einmal noch. Einmal brauche ich noch blau. Sonst gar nicht mehr? Tatsache. Das kommt. Können wir auch mit denen hier rein. So. Und, du. Da. 8. Wie viel brauche ich denn noch lila? Nehme ich einmal noch lila mit. Nächste Runde kein lila. Dann auch kein lila. Dann nochmal. Ich habe genug lila Helden, weißt du. Was kommt? Dann machen wir jetzt. Dann machen wir jetzt ernst. So. Ich mache jetzt ernst. Zack. Jetzt. Nachfülloption. Gib ihm. Okay. Ja, falls das jetzt hier für manche langweilig ist, ne, aber ich dachte mir, es kann nicht schaden, mal die komplette Taverne aufzunehmen. Normalerweise bin ich ja auch nicht so der Freund davon, alles zu zeigen, aber weil es jetzt neu ist und wegen diesem Modus, ne, dass du halt die Helden nur einmal benutzen darfst, kann das vielleicht dann doch ganz interessant sein. Ist jetzt natürlich ein bisschen lange geworden alles, beziehungsweise ist es noch nicht zu Ende.
Aber musste durch. Einfach, musste durch. Muss ich auch. Auch hier durch. Ich das muss, dann zu wenigstens. Ja. Weil die Sache ist ja, wenn ich jetzt irgendwo bei Stufe 7 jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin, angefangen hätte, wäre jetzt auch nicht so super gewesen, weil dann sieht man ja gar nicht, wie ich plane, also wie ich meine Helden plane. Deswegen denke ich meist, das ist schon ganz okay. Das ist so der Hintergedanke da. Jetzt, ja, wir gucken. Fiona möchte ich gerne voll kriegen, bevor wir in die Bossrunde gehen. Gut aus. Gib mir mal noch ein bisschen Blau vielleicht hier, das wäre sehr nett. Passt. Das lasse ich mir. Hier Lila, ich gucke hoch. Jetzt kommt hier natürlich überall, ne? Blau. Echt toll, aber machen wir es mal so. Typisch. Das ist so typisch. Jetzt reicht das noch nicht. Die ganze Zeit reichen diese kleinen Treffer da. Hier was. Ach komm. Ohne Spaß. Ich baue mir das doch hier so wunderschön hin. Ach komm. Ja, nie fertig hier. So. Gehen wir mal hier. So, und gehen wir zuerst auf Eron, glaube ich. Aber hier mit den Steinen, wenn wir sie jetzt unter Delilah haben können, die kriegen wir so. Pa, was? Vielleicht mal irgendwo. Special kriegen wir jetzt hier erstmal nicht. Hier haben wir jetzt Lied. Das ist super. Dann kriegen wir nämlich jetzt Delilah weg. Ein Heiler weg. Zack. Okay. Ja, müssen wir machen. Ich hab sonst nichts. Ja gut, Bord spielt jetzt noch nicht. Oh, der hat aber reingehauen. Der Ron kenne ich gar nicht von dir. Hallo? Was ist mit euch? Dass ihr keine ganz so offensiven Specials habt. Okay, Kirill heilt. Gehen wir mal jetzt hier drauf. Weil hier kommt jetzt Blau. Lila haben wir auch. Mal er halt ja nur benacht. Ne, er halt alle, ne? Ja, alle. Alle Helden, okay. Gut, dann ist sie ja jetzt eh weg. Panther da auch sparen können, habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann da auf mein Haupt. Was passiert hier mit dir? Bleib mal gucken. So, das gibt uns Lila, das gibt uns Blau. Das müsste uns auch dann geben. Gleich zumindest. Hier hätte ich als erstes auslösen müssen. Holz. Auch geschafft. Wir sind bei 44 Minuten. Special Edition würde ich sagen heute. Entenmünzen. Zwei haben wir noch. Okay. Das ist jetzt 8. Selin, Grabmacher, Alassi. Minions sind rot und blau. Das heißt, wir nehmen grün und blau mit. Grün und blau. Grün und blau. Das ist die letzte Etappe, wo, ja, wo Grabmacher ist. Grün und blau.
Nehmen wir das so und so. Nehmen wir unsere starken Blauen mit. Die brauchen wir dann nicht mehr. Oh, Wähler. Tut mir leid. Ja, tut mir leid, Wähler. Grün. Nehmen wir die Telluria noch mit. Dann. Stärke ist. Was ist? Ohne Stärke gucke ich gleich. Und dann Liana vielleicht. Grün nehmen wir, Grün mit Grün nehmen wir in der nächsten. Grün. Heiler reicht. Ich habe ja auch noch die Heiltränke und sowas, deswegen machen wir das mal so. Weil Grün nehme ich in der nächsten Runde nicht mit, dann nehmen wir Lila mit. Und in der letzten Runde nehmen wir zwei Grüne mit, das heißt, da kommt Talek dann mit. Und Liana. Also passt das so? Ja, die tauschen wir mal eben. Ja, beide schnell, hat ja eh keinen Effekt. Das passt soweit. Zack, zack, zack. Auf geht's. Komm. Grüner Diamant. Zack. Geht direkt gut los. Hier haben wir das blaue Match. Grüner Diamant. Geh auf deine Reisen. So, einmal erste Welle direkt. Zack, zack, zack. Wegmachen. Au. Oh, bleibt einer. So, jetzt nicht mehr. Gut. Fünf. Gehen fünf gegnerische Wellen rein. Okay. Auch hingehauen. Da geht's. Jetzt relativ fix mit den guten Helden. Zumindest die kleinen Stufen hier, ne? Am Ende aussieht, werden wir jetzt gleich sehen. Dann machen wir den Diamanten. Combo. Ach so. Dann spielen wir nämlich jetzt erstmal so. Reicht leider nicht. 4 von 5 sind wir. Wir haben jetzt hier genug Grün. Können wir einmal Kingston auslösen. Blau nehmen wir hier auch. Dann haben wir Grün. Oh, das Board, das sieht echt gut aus. Du bist jetzt weg. So, vielleicht kommt was Grünes hoch. Passiert nicht. Vielleicht kommt Grünes hoch. Es passiert. Spielen mit der sechsten Reihe. Ich mal hier. Okay. Auf geht's in die Endgegnerrunde. Alles, was wir haben. Das war ja unspektakulär. Dann doch noch viel Leben. Aber gut. Ich bin noch längst nicht fertig hier. Darcy, du musst leider zeitnah uns verlassen. Diamant. Ach komm, was soll's. Okay. So und so. Alassi müsste weg sein. Perfekt. Können wir hier direkt mal einmal ghosten. Reicht fast für unsere wieder. Ghosten wir nochmal. Dann auf geht's. Zack, zack, zack. Hier nehmen wir den. Celine wird auslösen. Bin ich fest von überzeugt. Kann sie auch. Wir haben noch Ariel am Start. Vielleicht löst sie auch nicht aus. Doch. Das war nix. Ach, das war ja gar nix. Was war das denn an Schaden? Ich hab mir umsonst Gedanken gemacht bei so einem popligen Schaden. Ähm.
Grün reicht. Zack. So, das geht natürlich jetzt relativ schnell mit den guten Helden, ne? Dann. Da geht's. Stufe 9. Wir haben. Genau, Alassi, Selin, Aeron. Und die kleinen Gegner sind alle gelb. Das heißt, hier nehmen wir jetzt ein starkes lila Team. Und zwar, da sind keine Gegner. Okay, warte mal, dann, Panther, Cage, Jabber. Ja. Und wer ist am Ende in größte Gefahr? Selin ja nicht. Alassi, vielleicht dann doch nochmal zwei Grüne. Oder Selin, nein, komm. Oder so. Und so. Da habe ich meinen Heiler. Den ich aber vielleicht das platzieren muss. Hier Ares mal hier. Jana da. Und Jabba da. Gruppen, ja, das passt so. Weit passt das hier. Kriegst die Elva, ja, du kannst die haben. Okay. Wobei, nee. Nicht. Du. Da. Die Pfeile habe ich jetzt gar nicht benutzt. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber die Rolle der Wiederbelebung mit. Wer weiß, was da so kommt, ne? So, lila. Was ist das denn? Ich dachte, die wären nur lila. Fake News. Dicke Fake News. Egal. Kann mich auch nicht aufhalten hier. Aber. Bitte sie. Eben habt ihr denn jetzt? Aber das wird ein bisschen. Jetzt auf einmal, jetzt ist Lila da. Weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe oder nicht. Oder ob das einfach mich irgendjemand verarscht hat. Hier, wir haben jetzt einen grünen Diamanten, den machen wir gleich. Schade. Machen wir es mal so. Cage kriegt ganz schön viel ab hier an der Ecke, wie es aussieht. Das. Ah, jetzt kriegt er nochmal einen ab. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. War es jetzt? Welche Runde sind wir jetzt? Letzte oder? Schon letzte vor der Bossrunde. Keine Ahnung, sehen wir gleich. Lila. Hier habe ich jetzt einen roten Diamanten. Der Hoffnung, dass das vielleicht jetzt für dich nicht reicht. Komm. Gib ihm. Ah, war doch nicht die letzte. Okay. Nochmal Ares an, wenn wir jetzt hier schon den Diamanten haben. Können wir das auch nutzen. Versuche aber jetzt den Diamanten da zu halten. Vielleicht auch nicht gerade alle meine roten Steine zu verbraten. Wobei, sieht schlecht aus. Noch was machen. Ah, okay. Drachen nicht auslösen, sonst löst der Diamant aus. Hier gucken wir mal.
Ja, perfekt. Okay, alle sind geladen. Dann können wir loslegen. So. Wer ist jetzt am gefährlichsten? Ich habe hier rote Steine drunter. Gehen wir auf Alassi erstmal. Da geht's, Alassi. Haue dem hier nicht. Einmal Cage kurz ein bisschen retten. Kommt, sehr gut. Dann nochmal auf Alassi gehen. Jetzt stehen wir so ein bisschen da, weil wir haben nichts Lilanes und nichts Rotes. Bedauerliches. Okay, die hauen jetzt schon ordentlich rein. Also jetzt wird's kritisch, jetzt wird's anstrengend. Energy Drink für dich. Hier haben wir jetzt noch. Ah, vor allem wenn er jetzt natürlich auslöst. Sehr, sehr nervig. Aber ich habe ja jetzt Panther. Gar nicht mal so doof. Panther macht das jetzt nicht. Okay, weiter im Text nehmen wir hier die roten. Ja, auch ein was geben. Ja, ich brauche irgendwas damit. Oioioi. Dass wir hier unter Alassi was kriegen. Die Olle wäre schon gut, weg ist, bevor Aaron da jetzt nochmal was macht. Okay. Wir müssen ja nicht unbedingt stehen, ne? Rolle ist ja nur so die letzte Versicherung. So, vielleicht reicht das. Nein. Die roten. Gucken, dass wir Alassi wegkriegen. Ich das? Jawohl. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen Action. Mal gucken, was da passiert. Also, die macht jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Ghoste mal. So, was. Ja, ich glaube, Eron ist jetzt tatsächlich sinnvoll, wenn der unser erstes Ziel ist. Müssen wir dann auch mal eben einmal nachbessern. So. Ah, das war sehr gut. Das ist noch besser. Okay. Zack, zack, zack. Grüner Diamant. Age. Hier haben wir auch noch mal rot. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Deswegen. Gut, was hier passiert. Noch mal ruhig Panther drauf. Machen wir Cage hier rüber. Jabber. Okay, hier haben wir Lilanen. Rot, nochmal lieber. Vielleicht kriegen wir sie sogar, bevor sie auf. Okay, perfekt. Perfekt. Wir haben die Stunde fast geknackt. Okay. Ich weiß nicht, warum der manchmal immer so. 30 Legendenmünzen. Okay, letzte Stufe. Aaron, Delilah, Selene, also viel Heilung. Da ist, okay, wir müssen lila, genau, Talek nehme ich mit lila und grün nehmen. Lila und grün.
Jetzt mal, ich habe beide Panther genutzt. Dann machen wir das so. Usena macht natürlich jetzt wenig Schaden. Bisschen jetzt trotzdem sehr auf Delilah extra Schaden. Und dann nehmen wir Kalek mit. Einchenschaden. Und Telluria vielleicht noch. Oh ne, ich hab. Telluria ist Quatsch. Ich noch mit als Sniperin. Du kriegst die. Was haben wir? Mittelschnell. Ja, das passt. Die Tränke waren eigentlich auch in Ordnung. Gegengift brauche ich Gegengift. Für Celine, da habe ich Rigard. Gleich nehmen wir hier noch mal oh, damit sich das vielleicht nicht ganz so in die Länge zieht. Okay, lila und grün. Oh, das war schon ein perfekter Start. Ich hoffe, dass das so weitergeht, dass uns da nicht gleich die Steine irgendwie ausgehen. Wobei, ganz ehrlich, komm, hier. Zack und zack. Haben wir die Welle hier schon so gut wie geschafft. Eieiei. Soll ich mir den ganzen lila Stein machen? Dahin, du gehst dahin. Und lila Diamant. Go, go, go. Und grünen Diamanten. Aber wir sind jetzt gleich schon in der Bossrunde. Wobei, komm. Was soll der Geiz? Wir haben genug Diamanten hier. Ja, Minions killen. Okay. Für 4. Jetzt wird's interessant. Wir haben den Talek-Buff noch an. Wir haben aber auch alle Specials an. Gut. Hier. So, Talek ist nicht mehr aktiv. War auch nicht schlimm. Okay, nehmen wir die mal hier. Reicht fast für dich. Machen wir den blauen Diamanten. Nehmen jetzt hier die lilanen. So. So, Freunde, jetzt. Das ist der Moment, wofür wir alle dieses Video geguckt haben und es über uns haben ergehen lassen. Talek machen. So. Ja. Diamant, genau. Drache, Diamant, alles an. Oh, der war gemein. Fällen brauche ich noch nicht. Seeschatz dahin. Ja. Diamanten vermittelt. Ich hätte Mana mitnehmen. Hätte ich mitnehmen sollen. Talek immer mal wieder aufzuladen. Ich glaube, das kriege ich. Ja. So, Celine nimmt mir jetzt natürlich diesen Buff, deswegen. Ausnahmsweise. Ah. Nicht funktioniert. Jawohl. Usena an. Hier haben wir noch die grünen. Machen wir das. Nicht. Grün reichen auch noch nicht.
Die Grünen reichen wahrscheinlich auch nicht. Auslösen. Oh. Hier ein bisschen Safety First für Talek. Reichen die? Ja, die reichen. Okay, dann, wer ist jetzt der Nächste? Ich glaube, Aeron ist der Nächste, der sich hier anbietet für uns. In den Diamanten mal. Oh, beinahe. Ah. So. Ja, ich kann leider nicht verhindern. Wobei, komm, ich habe jetzt keine Lust, dass die sich jetzt hier permanent die ganze Zeit heilen. Das muss ja auch nicht sein. Aber ich denke, man wird es jetzt natürlich auch ohne Items schaffen, ne? Da geduldig spielt, aber es geht jetzt hier schon Stunde und 6 Minuten sein. So. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert. Bisschen schneller, aber mit dem Team aus weiter. Ich glaube, das ist auch sowas, was man jetzt nicht unbedingt an einem Stück direkt spielt. Aber wenn ich schon mal dabei bin. Aeron, komm. Okay. Fazit, coole Sache. Muss ich sagen, ist eine coole Sache. Und beim nächsten Mal kann ich sogar theoretisch eher meine stärkeren Helden nehmen. Ich habe ja ein paar jetzt tatsächlich noch übrig. Mal gucken, was Albi jetzt sagt. Der Kampf, er ist schon vorbei. Ja, schon nach einer Stunde. Ja, was für eine Schlägerei. Jeder von uns konnte seine Fähigkeiten einsetzen. Er scheint unsere Stärken zu vereinen, hat uns doch mächtiger gemacht. Stärker. Mann der vielen Worte, war Grabmacher. Gut gemacht, ihr alle. Okay. So. 7 Beschwörungen. Und eine 10er. Ja, das gönnen wir uns jetzt noch, würde ich sagen. Ich habe viele hiervon noch nicht. Ein paar habe ich. Mal einfach gucken, was da rumkommt. Okay, guter Start mit Ulmer. Alles klar. Okay. Kommt von 3 Sterne auf 4 Sterne. Jetzt kommt ein blauer 5 Sterne, oder was? Ach so. Machen jetzt mit Lila weiter. Der 3 Sterne. Okay, 3 Sterne und 4 Sterne. Das ist jetzt der Wechsel. Ja, passiert nicht so viel. Aha. Okay. Ja, komm. Haben wir uns verdient? 3 Sterne, okay. 3 Sterne. 3 Sterne. 4 Sterne. Ich nehme auch 5 Sterne, bitte. Hallo, ich will 5 Sterne. Ja. Taverne ist schön und gut, aber ich glaube, die Beschwörung da, ja. Ganz vergessen, ne? Gut. Das war's. Ich habe euch jetzt lange genug aufgehalten und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, mit welchen Helden man da reingehen kann, wie man es macht und so weiter. Das war der Sinn dabei und ich wünsche euch was. Macht's gut.